18. Juli 2023. Wir wollen heute mal auf die aktuelle Spiegelausgabe aufmerksam machen. Dort gibt es einen sehr wichtigen Artikel zum Thema das Kindeswohl in Deutschland. Es geht um das Thema Abschiebung. Hier heißt es, die 17-jährige Viktoria Ovbiageli stand kurz vor ihrem Schulabschluss. Ihre jüngste Schwester Gudsand, 11, freute sich schon auf den nächsten Klassenausflug. Doch dann wurden die Mädchen zusammen mit ihren Geschwistern und ihrer alleinerziehenden Mutter aus Kempten abgeschoben. Nach fast 9 Jahren Kindheit in Deutschland landeten sie in Nigeria, einem für sie fremden Land. Mehr als 2000 Minderjährige wurden im vergangenen Jahr abgeschoben. Viele von ihnen kennen kein anderes Zuhause als Deutschland. Im Hinblick auf das Kindeswohl ist diese Abschiebepraxis eine Katastrophe. Dazu gibt es einen ausführlichen Beitrag im Spiegel. Das ist die aktuelle Ausgabe und das können wir nur wärmstens empfehlen. Gleichzeitig, wo in Deutschland also Kinder und Jugendliche in eine ungewisse Zukunft in Ländern geschoben werden, die keineswegs sicher sind, werden in Deutschland mittlerweile auch Kinder in Obhut genommen von ukrainischen Flüchtlingen. Also das, was Putin nicht geschafft hat, wird dann hier in Deutschland erledigt. Und dazu werden wir in Kürze berichten. Beate, jetzt du hast diesen Artikel gelesen. Ja. Sag noch mal was dazu. Ich wollte noch eine wichtige Sache sagen. Wir haben hier ein Fachkräfteproblem. Hier wird auch über den Bruder von diesen Mädchen berichtet. Der hat schon unterschrieben Ausbildungsvertrag. Er wollte Elektromechanik oder Elektrotechnik studieren. Also wirklich eine echte Fachkraft. Ja? Oder die Familie ist, glaube ich, 9 Jahre hier gewesen, hat in die Bildung der Kinder richtig investiert. Die waren gut in der Schule, wenn nicht sogar sehr gut. Ja? Ja. Die Steuerzahler haben diese Ausbildung bezahlt. Ja? Und die waren voll integriert, sehr beliebt, die Familie. Nein, muss abgeschoben werden. Die Mutter allein erzogen. Möglicherweise aus irgendwelchen merkwürdigen ideologischen Ideen. Ja, also man lässt erst den Steuerzahler hier für die Ausbildung bezahlen. Deutschland braucht dringend Fachkräfte, gut ausgebildete Leute. Mhm. Und die werden dann kurzerhand abgeschoben. Ja, ja. Das war das eine Beispiel für das Kindeswohl. Wir haben noch ein zweites Beispiel. Also das, die Geschichte ist sehr erschütternd. Es geht um Raub eines Kindes auf einer sehr wackeligen Grundlage, würde ich sagen. Also einfach mit Lügen, wie das so ist. Ja. Ja. Wir sind mitten im Prozessieren. Den ersten haben wir schon gewonnen. Du sprichst jetzt von der ukrainischen Mutter, die vor den Russen geflohen ist. Ja, ich glaube, 5 Jahre alt ist das Kind oder 4 ungefähr. Also sehr gut zu rauben. Das kann man gut manipulieren und gegen die Mutter natürlich, dass das Kind bei der Pflegefamilie bleibt. Ja, damit kann also eine Pflegefamilie auf Jahre finanziell gut versorgt werden. Ja, eine wichtige Sache, die Mutter spricht nur Russisch und Englisch. Der Bruder, der ältere Bruder von dem betroffenen Kind ist 17 Jahre alt und spricht nur Russisch. Ja? Und das Kind befindet sich seit circa einem Jahr bei der Pflegefamilie und wird wahrscheinlich jetzt nur Deutsch sprechen. Da werde ich gespannt sein, was passiert. Wir haben mittlerweile erwirkt, dass der kleine Bruder sich mit dem großen Bruder demnächst treffen darf unter Aufsicht. Wir werden darüber berichten. Ja, also Umgang ist ein verbrieftes Recht aller Familienangehörigen in Deutschland. Das wurde hier aber kurzerhand unterbunden vom Jugendamt. Mutter und Sohn durften den kleinen Sohn nicht mehr sehen. Und es ist eigentlich eine ziemlich durchsichtige Strategie, warum das gemacht wird. Ja, darüber werden wir aber noch ausführlich berichten. Ja, und zwar auch anhand der Dokumente, die wir haben über diesen Fall. Die Geschichte ist sehr pikant. Die beiden, also die Mutter und der kleine Sohn, wurden aus Polen nach Deutschland geholt.
ja, von einer Familie, und diese Familie hat dann dafür gesorgt, dass das Kind in Obhut genommen wird, ja? Ja. Mit Lügen. Und wie sie das gemacht haben, sehr pikant, die Geschichte. Das werden wir in Kürze erzählen. Ja. Bis dahin, alles Gute. Ja.